Hallöchen, ihr lieben Zuckerschnoten. Ich dachte, ich nehme euch mit und mach doch mal ein Paint with Me draus. Das Kitting Up habe ich mit euch gemacht. Das Unboxing ist schon ewig her. Es geht um das Bild der Kolibri mit den Blüten von Karat Art. Nur kurz vorweg ab. Wer es noch nicht weiß, ihr könnt 10% sparen mit Melli 10, alles zusammengeschrieben, das M bitte groß. Ich kann euch jetzt gar nicht sagen, ob es das Bild noch gibt. Auf jeden Fall verlinke ich euch alles. Unboxing, das Bild, wenn es noch gibt oder nicht gibt. Kann ja sein, dass es wiederkommt, falls es jetzt nicht da ist. Und natürlich auch das Kitting Up. Ich habe bei Facebook jetzt schon, ich glaube, zweimal oder dreimal was gepostet. Und jetzt dachte ich, ja, eigentlich wollte ich euch bei dem Kolibri mitnehmen. Aber irgendwie habe ich jetzt Lust auf ein Paint with Me. Ich habe zwar jetzt nicht wirklich ein Gesprächsthema, aber ja, vielleicht, ihr wisst ja, es kommt dann irgendwann irgendwie immer mal so zwischendurch mit. Das Bild zeige ich euch mal kurz. Da auf der Legende, da ist er, der Süße. Ich finde die Kolibris total toll. Und mit euch mache ich jetzt hier oben gerade hier diese Blüte. Ja, das ist hier diese Blüte. Hier oben. Wenn man jetzt einfach das Bild, ich habe es ja verkehrt rum, so nehmen, dann ist das hier die Ecke da, da, die, die, da, da. Genau. Das Bild im Ganzen zeige ich euch heute nicht. Nein, das seht ihr dann beim Review oder so. Genau. Sonst, ist es ja doof, ne? Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht zeigen. Nee, heute nicht. Heute mal nicht. Oh. So. Ich habe mir schon, weil ich schon angefangen hatte, gerade so eben, mal schon mal hier drei Schiffchen gemacht. Die muss ich nochmal wieder auffüllen hier. So. Die Farbe finde ich toll hier. Das ist, warte, die 772. Das ist so ein Pastell, ganz helles Pastellgrün. Da so. Toll, oder? Ich liebe das. Ich mache jetzt leider mal überall was drauf. Und den stoppen wir mal, ne? Ihr wisst ja, ich habe so ein bisschen einen ulkigen Painting-Stil. Ich painte nicht. Also, ich denke, wenn ich irgendwann das eine Bild mache, was so viele Farben hat, 100 Farben oder so, dann werde ich sicherlich auch diese Felder einteilen und dann so Felder, so eckige Felder painten, weil es ja gar nicht anders ist mit dem Konfetti. Geht mit dem Konfetti. Aber da werden wieder meine schönen Sechser-Schiffchen in Betracht kommen oder die Doppelschiffchen. Da werde ich ganz viel stehen haben, damit das flutscht. Aber heute habe ich das Sechser-Schiffchen nicht, weil ich hatte keine Lust. Ich dachte, ich kriege das auch so hin. Ich wollte erst Farbe für Farbe painten, aber da ich so gerne im Schachbrettmuster setze, oder so ein bisschen zumindest, habe ich gedacht, ich nehme drei Farben heute. Deshalb fange ich auch erstmal an mit der Pinzette. Mal sehen, wie weit ich mit der Pinzette komme. Ansonsten habe ich einen wunderschönen Stift und das allererste Mal mit einer Metallspitze. Ich kann euch sagen, das war am Anfang echt eine totale Umgewöhnung. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie, ja. Und hinten natürlich mein Schieber. Da waren noch mehr Aufsätze. Da waren noch mehrere Aufsätze dabei. Mehr Aufsätze. Aber ich nehme ja keine. Ich bin ja so ein Einzelpainter. Es sei denn, ich painte mit Schablone. So, und jetzt machen wir das ganz einfach und fangen mal an. Schieb ab und an mal. Da seht ihr meine Hand. Aber ja. So, ich habe jetzt hier das J. Ich habe dieses Zeichen und ich habe die Note. Finde total toll, die Note. Die habe ich noch nie gehabt. Da ist die Note. Seht ihr die? Da ist die Note und da ist die Note. Finde ich toll. Ihr seht jetzt alles verkehrt rum, weil ich mir natürlich das Bild jetzt so gelegt habe, was für mich am besten ist zum Painten. Ich drehe ja die Bilder. Am Anfang, als ich mit Painten angefangen habe, hätte ich mir das nicht getraut oder hätte ich das nicht gemacht. Aber mittlerweile tue ich auch dies. Also von daher, man steigert sich, ne? Man steigert sich immer wieder zusehends. Also eigentlich painte ich die eckigen Steine am liebsten im Schachbrettmuster
Und dann benutze ich den Stift zum Auffüllen. So habe ich das mit der ganzen 819 gemacht, die hier so den Hintergrund bestimmt hier. Genau, und ansonsten, ja, und dann fülle ich mit Stift auf, deswegen der Stift. Aber ansonsten versuche ich ja immer so viel wie möglich mit Pinzette zu legen, weil das für mich tatsächlich einfacher erscheint. Und aber das kann jeder für sich entscheiden. Ich kann mit Pinzette gerader legen. Das ist Fakt. Mit Stift komme ich nicht so klar. Ja, vielleicht macht auch da sicherlich Übung macht den Meister. Aber das will ich gar nicht. Da ich ja eh lieber rund painte, kommen meine Stifte eh immer zum Einsatz. Denn da painte ich ja mit Stift. Tja, ihr Lieben, das Bild ist echt klasse. Es gefällt mir total. Das ist ein älteres Bild noch von Karat Art, wo ja hieß, dass die Steine nicht so toll sind. Also ich kann mich eigentlich über die Steine bisher nicht beschweren. Aber ich spreche alles nochmal im Review an. Ich verrate jetzt hier noch nicht so viel. Ich kann euch nur so viel sagen. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Bild. Jetzt gucke ich gerade, ob ich hier noch ein J irgendwo habe. Genau. Hier könnte ich jetzt auch mit Stift auffüllen, aber ach. Kann ich jetzt auch gleich mal mit der Pinzette machen. Eigentlich hätte ich ja doch mein 6er Schiffchen nehmen sollen. Dann habe ich hier, hätte ich jetzt noch mehr Farben. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Dann hätte ich mehr im Schachbrettmuster pinnen können. Oh, ich finde diese Farbzusammenstellung hier total toll. Ich muss ja nochmal schieben dann. Dieses Pastell-Hellgrün hier mit diesem Grau. Und dann noch dieses rosa Hautfarben, ne, Hautfarben ist es nicht, aber das bisschen, also dunkler als Hautfarben, aber rosa richtig ist es auch nicht. Das ist irgendwie so ein dunkles Hautfarben. Sagen wir mal, ein leichter Sonnenbrand. Weil rot ist es ja auch nicht, aber rosa ist es auch nicht, also irgendwie, so ein Zwischending. Ah, hier habe ich noch zwei Haken. Das war die 819. Die habe ich da vergessen. Als ich den Hintergrund gemacht habe. Naja, so ist das dann, ne? Wenn man Farbe für Farbe paintet. Oder ich mache ja nur immer den Bereich, ne? Ich habe erst. Naja, es hat sich eigentlich beim Review wieder, ne? Ich habe auch eine Blüte gepaintet. Ich habe da noch zwei größere Blüten. So. Und. Nee, eine so, so, eine so und den Kolibri noch. Genau. Und dann, und das hier, was ich gerade mit euch mache. Und dann ist das Bild schon wieder fertig. Erstaunlicherweise bin ich gut vorangekommen. Aber, und das habe ich noch nie, nie, nie gemacht. Ich habe tatsächlich an einem Tag sage und schreibe 6 Stunden gepaintet. Zwischendurch die Wäsche noch gemacht und das habe ich wirklich noch nie gemacht und meine Hasen betüttelt, einfach mal ein Stück Pause gemacht vom Painten und was anderes gemacht, ne? Gesaugt und so weiter, aber ich habe an dem Tag wirklich viel, viel gemacht und zwar habe ich da das Schachbrettmuster angefangen und habe das durchgezogen mit dem Schachbrettmuster. Ja. Und habe dann sogar abends noch angefangen aufzufüllen. Aber da konnte ich dann nicht mehr. Da war dann irgendwie die Luft raus. Nicht, dass ich nicht. Nee, was heißt, ich wollte nicht mehr, aber irgendwie war mir es dann genug für den Tag. Und da habe ich mich so gefreut, dass ich das mal geschafft habe. Jetzt gucke ich bloß mal schnell, ob wir hier noch irgendwo was haben. Naja, man ist ja meistens so, dass man dann noch was hat, ne? So, machen wir mal hier drüben. Wartet mal, ich bewege euch mal kurz. So. Ich muss euch immer mal bewegen. Damit ich hier zurecht komme bei dem, was ich gerade pinte. Das ist ein bisschen putzig, war. Naja, und da habe ich dann eben das Schachbrettmuster gemacht, den ganzen Hintergrund.
Das hätte ich nie gedacht, dass das so lange dauert. Aber ja, es dauert so lange. Da denkt man, oh, es ist schon wieder eine Stunde. Und was habe ich jetzt hier geschafft? Das ist ja nichts. Das ist ja eigentlich gar nichts. Und dann denkt man, uff. Aber so ist es. So ist es einfach. Und am Ende will man sich ja auch nicht schätzen, ne? Also ich zumindest nicht. Dann wird es nicht. Muss ich das immer einreden? Manchmal denke ich, oh, das geht gar nicht vorwärts. Und dann wiederum, oh, cool. So wenig war es ja gar nicht. Ich bin da schon sehr ehrgeizig und will was schaffen. Obwohl man das ja gar nicht muss. Ist total bescheuert eigentlich. Ist der Gedanke. Wie geht's euch da so? Also, vor allen Dingen, wenn ich mir was vornehme und dann geht das nicht. Egal, ob das jetzt beim Painten ist oder ob das im ganz normalen Alltag ist. Da könnte ich blöde werden. Und dann, was dazwischen kommt. Und das dann nicht so wird, wie ich das geplant habe. Und dann alles anders. Und deshalb bin ich auf der einen Seite. Was, sagen wir mal so. Wenn es heißt, wir haben den Termin und den Termin und den Termin. Und dann wird ein Termin nicht. Oder der Termin verschiebt sich, dann ist es so. Aber wenn ich mir für mich persönlich vornehme, ich painte morgen von, keine Ahnung, von 17 bis 20 Uhr. Ja, ist eh eine Zeit, die ich nicht painten werde. Weil da die Kinder da sind. Aber wenn ich das jetzt mir vornehme und dann kommt irgendwas dazwischen, da wäre ich grillig. Weil das meine Zeit ist, die ich ja für mich eigentlich irgendwie geplant hatte. Und deswegen habe ich mir das abgewöhnt, Zeit für mich zu planen. Die kommt einfach. Die kommt auf jeden Fall, weiß ich, des Abends. Da bin ich immer hinterher, dass die Kinder zeitig genug ins Bett kommen. Nee, aber die brauchen ja ihren Schlaf. Na, mein Sohn, der ist jetzt 9. Den habe ich zum Beispiel gestern ins Bett gesteckt. Mein Mann war abends nicht da, der hatte noch eine Besprechung. Und dann stecke ich den. Naja, wenn mein Mann nicht da ist, dann funktioniert das eigentlich immer relativ gut, dass ich spätestens, naja, so zwischen halb und drei, ah, nee, also ich schaffe ja dann beide ins Bett, die 10-Jährige und den 9-Jährigen, und ich kann ja nun mal nicht gleichzeitig, weil es ja zwei Zimmer haben. Also jeder seins. Und da muss immer einer warten und einer geht eher. Und das ist unterschiedlich. Sonst gibt es ja Theater. Ja, der war das letzte Mal schon und könnt ihr euch ja vorstellen. Aber nichtsdestotrotz habe ich gestern meinen Sohn zuerst ins Bett geschafft. Oder? Ja, genau. Und das war kurz nach halb acht, sag ich jetzt mal. Es waren dann nicht dreiviertel. Und dann habe ich ins Bett geschafft, buttelt und betutschelt, gemehrt und gemacht, wie immer. Und dann habe ich meine Tochter ins Bett geschafft und dort noch behutschelt und betutschelt und noch bequatscht und noch was, das Wasser noch, die haben immer Wasserflaschen am Bett stehen, noch aufgefüllt und so weiter. Und ja, und dann bin ich eigentlich, was habe ich denn da noch gemacht? Habe ich, irgendwas hatte ich noch kurz gemacht und da war es vielleicht so 5 vor 8. Bin ich bei meinem Sohn nochmal rein? Nee, es war dann, doch, es war 5 vor 8, 10 vor 8, keine Ahnung, ist auch egal. Jedenfalls war es noch nicht um 8. Und da hatte der den Neppe schon zu. Ach so, und ich wollte noch wissen, welches Essen der nun haben will morgen. Und weil das noch, oder ich habe beide nochmal gefragt. Und dann hat er nur genickt. Und der hat aber die Augen schon zu und hat eigentlich schon fast gepennt. Da bin ich nur noch zu meiner Tochter nochmal rein und habe die wegen dem Essen gefragt. Dann hat sie mir noch irgendwas erzählt. Und dann bin ich nochmal bei meinem Sohn gucken gegangen, weil ich geguckt habe, ob der jetzt wirklich pennt. Hat der schon geschlafen? Also ihr seht, die brauchen echt ihren Schlaf, ne? Also zumindest mein Sohn. Das ist ganz selten, dass der abends noch länger wach ist. Der schläft immer gleich ein. Der ist dann so kaputt von der Schule, vom Hort, vom Rumtoben, vom Fußballspielen und so weiter, dass der einschläft. Und meine Tochter ist das krasse Gegenteil.
Manchmal ruft die uns 22:30 noch, weil irgendwas ist. Wo ich mir dann denke, oh nee, schlaf doch jetzt mal, Kind, ich will auch schlafen. Das zieht dann meistens, wenn dann das wirklich schon so spät ist, dann sage ich dann immer, ich gehe jetzt auch ins Bett und jetzt ist hier Ruhe, du musst jetzt schlafen. Das zieht meistens. Das ist noch, aber wenn ich das um 9 sage, dann glaubt die mir das eh nicht. Da weiß sie eh, der Papa, der ist noch wach. Der ist ja sonst auch noch länger wach, aber das müssen die ja nicht wissen. Also länger als 22:30. In der Regel zumindest. Und ja, da ist das dann so. Und die kommen dann früh nicht aus dem Knick. Das ist wie mein Mann, die sind beide zu Nachteulen. Und früh fällt ihnen das so schwer aufzustehen. Mir fällt das auch schwer, zurzeit sowieso. Es wird aber langsam besser. Aber als noch alles okay war bei mir auch und da bin ich hier, was weiß ich, kurz vor 4:30 aufgestanden und habe ich alles fertig gemacht für die Kinder, für die Brotbüchsen. Dann habe ich die Hasen sauber gemacht, die mache ich jeden Morgen sauber. Und dann habe ich noch eine Stunde Hula-Hoop gemacht bis um 6 und dann sind die aufgestanden, alle anderen. Ja, das schaffe ich jetzt auch gerade nicht, aber so zeitig aufzustehen und dann noch alles. Also ja, Hula Hoop und so, ne? Nee, das mache ich gerade nicht. Aber das waren so die Zeiten, als alles fit und gesund war und ich arbeiten gegangen bin, ne? Und mein Mann und meine jüngere Tochter, oh, das dauert immer, die aufstehen. Deswegen muss mein Mann noch unsere Tochter wecken. Weil der ja, ich muss meinen Mann wecken und das dauert und der muss das halt dann das für unsere Tochter durchmachen. Nee, mein Sohn, der. Tut sich auch gerade ein bisschen schwer. Aber der steht dann trotzdem. Also der ist dann schon wach. Der steht halt nur nicht auf. Aber wenn dann unsere Tochter, die schläft immer wieder ein. Selbst wenn die angezogen ist und wir noch Zeit haben und die sich ins Wohnzimmer setzt, schläft die auch manchmal noch ein. Fix und fertig ist die schon mit Anziehen, Zähne putzen, alles fertig. Kann eigentlich losgehen, aber die Zeit ist ja nicht ran und schläft die nochmal ein. Das könnte ich nicht. Und meine große Tochter, die ist auch so. Die steht auch auf, wenn man die weckt. Das ist auch gar kein Thema. Aber die schläft eh zur Zeit ganz schlecht. Da müssen wir auch noch mal gucken. Aber jedenfalls ist das immer sehr interessant, früh und abends, wie unterschiedlich die Kinder doch sind. Ne? Und da sieht man auch klein, nach wem die gehen. Ne? Die große und mein Kleiner, die gehen dann nach mir. Und so jüngere Tochter, die geht nach meinem Mann. Also die haben so viel gleich, das ist Wahnsinn. Im Charakter her auch. Vom Reden, vom Tun, von Mimiken, vom überhaupt. Das ist ein Klatsch. Nee, nicht ein Klatsch. Das war böse jetzt. Unverkennbar. Also das ganz typische Beispiel ist, wenn mein Mann telefoniert, kann der nicht sitzen. Da kann er auch nicht auf einer Stelle stehen. Der läuft. Es geht nicht anders. Und als unsere jüngere Tochter dann ihr Handy gekriegt hatte, und ich weiß gar nicht, mit irgendjemand hat die telefoniert mit einer Freundin, dann lief die genauso durch die Wohnung. Das kann da jetzt nicht sein. Und da fiel mir das extrem auf, dass das immer mehr der Papa ist. Immer mehr. Nicht nur vom Aussehen her, auch immer mehr. Das ist so krass. Ja. So, jetzt haben wir eigentlich die Fläche hier so weit fertig, dass ich sagen kann, wir gucken dann noch an. Wir müssen weiter runterrutschen. Ja. Oder hier rüber erstmal. Seht ihr das? Oh, da ist halt so schief. Oh, gut, das ist so. So, jetzt hat er wieder gerade. Jetzt rutsche ich euch. Hier oben haben wir alles geschafft. Erstmal. Es wird schon noch irgendwo was sein, was ich wieder vergessen habe. Aber egal. So, jetzt machen wir das Ganze mal. Jetzt wackelt ihr mal kurz, nicht wundern. Ich schiebe euch mal ein bisschen runter, wo ich eh painten werde. Hier fängt nämlich schon die Blüte an. Da wollen wir nicht hin. Aber wir müssen hier rüber. Knister, knister. Knäuschen. Wir knabbern an meinem Häuschen. Nee, knusper, knusper, Knäuschen. So, jetzt können wir hier weitermachen mit
Mit Zickzack wollte ich sagen, mit Schachbrett. Das ist ja toll. Ach, wie schön. Jetzt mal wieder die andere Farbe nehmen. Oh, wie fein. Ich finde diese Zusammenstellung so toll. Und jetzt haben wir wieder die Note. Das Symbol hatte ich noch nie. Noch nirgends. Finde ich total toll, die Note. Auch bei dem anderen Karat-Artbildern hatte ich keine Note, bin ich mir ziemlich sicher. Weil ich finde die total niedlich. Das wäre mir aufgefallen. Passt zu meiner jüngeren Tochter die Note. Zu ihrem Fagott. Fetzt. Tja. Was soll ich euch erzählen? Es gibt eigentlich nichts Neues, was ich euch jetzt wirklich so erzählen könnte und möchte und keine Ahnung. Das ist doof. Mir fällt jetzt echt nichts ein. Und stumm will ich aber auch nicht sein. Das ist ja dann blöd. Kann sein, dass ihr im Hintergrund vielleicht eine Waschmaschine hört. Der Hund bellt nicht mehr von Nachbars. Das ist auch süß, ne, der Hund. Das ist ein Cäsar, sag ich immer, aus der Werbung, ein Weißer. der bellt immer, wenn er alleine ist. Und der ist aber fast nie alleine. Also ich wüsste nicht, wann der mal groß alleine ist. Die nimmt den überall mit hin, auch auf Arbeit. Die Frau ist LKW-Fahrerin. Und vorher war ihr Mann LKW-Fahrer. Und der hatte den schon immer mitgenommen und sie nimmt den jetzt auch mit. Von daher ist der eigentlich nie alleine. Finde ich immer niedlich. Es sei denn, die Kinder sind irgendwie zu Hause, die Großen. Die sind schon groß, ganz groß. Und dann bleibt der auch zu Hause, aber der fährt ansonsten mit LKW. Finde ich total cool. Und wenn die dann vorbeifährt mit dem LKW hier und der Hund ist tatsächlich zu Hause und die hupt, dann antwortet der. Der bellt ja. Das ist total niedlich. Ich dachte das eh immer, wo ich das erste Mal gemacht habe. Dachte, hä? Das war jetzt Zufall. Nee, das macht er immer. Finde ich total toll. Wie doch die Hunde so sind. Ach ja, was soll ich euch erzählen? Ich weiß nichts Neues. Doch, ich kann euch was erzählen. Mein Mann hat mir gezeigt, wie man die Videos macht. Und so ein bisschen habe ich das jetzt, mache ich das auch, damit er nicht mehr so viel machen muss. Obwohl er gesagt hat, na, ich mache das doch gerne. Ja, kann so weitermachen. Nur wenn ich jetzt mal unbedingt dringend ein Video möchte und der gerade keine Zeit hat, dann kann ich das auch. Zumindest das einfache Zeug. Da bin ich recht froh. Das hat er mir gezeigt und ich freue mich da auch, dass ich den Schritt... Naja, ist ja gerade eh alles nicht so einfach und dass ich dann aber trotzdem den Schritt gegangen bin und das gemacht habe. Das ist ein Fortschritt, wenn man das... Genau. Ich bin gerade wieder im Wohnzimmer, deswegen ist der dunkle Tisch, weil ich bin ja noch zu Hause. Ich bin noch krankgeschrieben. Und wenn ich da hier im Wohnzimmer bin, das sind ja meine zwei Hasen. Und der eine von beiden, den wir schon länger haben, der sitzt immer neben mir. Und da ist der nicht. Und die, aber unsere zweite, die habe ich im August bekommen, letztes Jahr. Und die ist überhaupt, die wird nicht zutraulicher. Die ist nur auf unseren ersten Hasen geeicht. Aber da der erste Hase ja eine ganze Weile alleine war bei uns, ist ja auch sehr auf uns geeicht und das ist total niedlich. Und da liegt er dann immer neben mir am Stuhl. Dann stupst er mich an, wenn er mal gestreichelt werden will. Und deswegen pinte ich eigentlich zurzeit nicht wirklich an meinem Tisch hinten.
drehe da die Videos, die ich so drehen kann. Die Unboxings und so. Aber ansonsten könnte ich eigentlich im Wohnzimmer. Ich habe zwar jetzt noch ein. Ja, ich habe zwei Bilder jetzt. Ja, echt, wirklich. Das ist krass, oder? Ich habe mal zwei Bilder. Und eigentlich habe ich sogar noch eins hängen. Und zwar, ich habe doch im. Wer das Video kennt, wo ich meine neue Painting-Ecke gekriegt habe, bin der Meinung, da habe ich das auch eingeblendet, diese Stange, wo ich die Kleiderbügel dran habe. Für diejenigen, vielleicht denke ich dran und verlinke euch mal das Video noch von meiner Painting-Ecke. Diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, es war ziemlich am Anfang. Ich bin nämlich jetzt auch schon ein bisschen über einem Jahr bei YouTube. Das ist doch krass, oder? Wie die Zeit rennt, Wahnsinn. Jedenfalls hängt da schon seit vielen mehreren Monaten ein Bild. Und zwar ist das so ein, ich würde sagen, ein Sonnenuntergangsbild. Von diesen typischen, das viele haben, so ein Viererset bei Amazon war das mit Sonnenuntergängen. Ja, das ist das vierte. Und ich weiß gar nicht mehr, das waren ja so die Anfänge vor mittlerweile 2 Jahren. Krass, 2 Jahre bin ich schon. Wahnsinn. Und ich weiß gar nicht, für welches Bild ich das dann liegen lassen habe. Muss ich jetzt ganz mal. Keine Ahnung mehr. Und das war ja auch schon weit vor, bevor ich YouTube angefangen hatte. Aber, voilà. Ja, und das hängt auch schon seit, keine Ahnung, wie lange. Ja, das hängt und hängt. Und das habe ich noch in Tic-Tac-Dosen. Ich habe auch einige Tic-Tac-Dosen, wo ich ja dann umgeschwenkt bin auf Medizinbecher. Jetzt habe ich falsch. Kein Schachbrett mehr hier. Na, ist egal. Aber das ist eh egal hier drüben. Und da. Ja, das hängt schon ewig dort und wartet, dass es fertig gemacht wird. Aber irgendwie, ja. Und ansonsten, ja, habe ich jetzt das hier und dann habe ich ja noch mache ich noch den Thaddäus für meine jüngere Tochter, damit dann die SpongeBob-Wand noch wächst. Ja, die hat, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe. Ach, keine Ahnung, die hat. SpongeBob, wo alle drauf sind, aber das ist auch nur ein 30x40 Bild und ich muss euch echt sagen, ich weiß gar nicht, ob ich ein Review gemacht habe. Das ist echt klasse rausgekommen, hätte ich nie gedacht. So klein wie das Bild ist, ja, so klein wie das Bild ist, aber trotzdem erkennt man dort alle. Da ist SpongeBob drauf, da ist Thaddäus drauf, da ist Patrick drauf, da ist Mr. Krabs drauf, da ist die Schnecke drauf. Gary, na, heute weiß ich, wie es heißt. Gary. Genau, und dann noch, ja, da vergesse ich immer den Namen. Mit der, mit dem, na, das Mädchen da. Meine Tochter wüsste das jetzt auf Anhieb. Ich nehme da nicht. Die hört ja jeden Abend SpongeBob beim Einschlafen. Ich weiß jetzt nicht. Keine Ahnung. Und da sind die alle drauf. Dann hat sie eins, da ist nur SpongeBob drauf. Das ist ein 30x30 gewesen. Und dann hat sie noch einen Patrick, den hatte mit eckigen Steinen. Und ich bin bei der Meinung, dass ich den, ich weiß gar nicht mehr, wo ich den bestellt habe. Das ist auch bei. GBFKI war, ich weiß es nicht. Und da waren AB-Steine da sogar dabei. Und es war ein eckiger. Da habe ich vielleicht nicht schlecht geguckt, als ich den ausgepackt habe. Es könnte GBFKI gewesen sein. Die Unboxings sind auch ganz am Anfang, als ich YouTube angefangen habe. Genau. Den hat sie noch. Und. Das mal. Alle. War da nicht noch einer? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, und jetzt habe ich einen Thaddäus und da gehört die Wand voller. Muss ich dann mal die Bilder noch ein bisschen umhängen, damit die alle an einer Wand hängen. Und wenn ihr irgendwo seht, Mr. Krabs oder die Schnecke, also Gary, oder das Mädchen oder keine Ahnung, alle nicht unbedingt, aber so einzeln, dann könnt ihr mir das gerne mal schreiben, in die Kommentare oder per Mail, dass mir. Ups, egal. Würde mich freuen. Dann
könnte ich die Wand nämlich noch erweitern. Das wäre voll cool. So sieht's aus. So. Da. So, das Bild hier. Ich glaube, das hatte ich euch schon mal gesagt, dass ich das eventuell in der Küche austausche. In der Küche habe ich ein 60x40 Bild, genauso wie das hier. Zwar ein Querformat. Das sind diese Milchshakes von der Tini Schnickschnack gewesen, die es bei Big Mondo gab. Die gibt es aber nicht mehr. Das war ein Bild, was ich ganz am Anfang gemacht habe. Auch eckige Steine. Und das hängt in der Küche. Das finde ich total toll. Aber das könnte ich tatsächlich hier austauschen mal, weil jetzt ja Frühling kommt. Und da könnte ich das austauschen und da müsste ich genau gucken, ob das auch mit dem Hochkant hinhaut, weil das hängt über der Heizung. Ja, halt im Querformat, ne? Mal gucken, ob das dann mit der Heizung hinhaut, wenn ich jetzt das Bild einfach an Hochkant hinhänge. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Dann muss man einen neuen Nagel reinmachen. Vielleicht. Oder so. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Mit einem neuen Nagel. Das ist mir jetzt erst eingefallen. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Als ich davor stand und überlegt habe, wie ich es mache. Weil mir das Bild hier echt total gut gefällt. Kolibris sind eh so meins. Die gefallen mir total gut. Mal schauen, wie wir das machen. Ob man da aber einen anderen woanders hinhängen will, ich es jetzt eigentlich auch nicht. Im Wohnzimmer habe ich jetzt, da hatte ich erst so eine Regenbogenrose drin, 40x40, und jetzt habe ich dort das Flower Girl drin und das ist so, so schön. Und ich muss euch sagen, das sind ja nur runde Steine, das Flower Girl. Ich habe das ja ausgesucht und bin ja froh, wenn es die runden Steine gibt, die Bilder. Da sieht man nicht. Das hängt da oben an der Wand. So über unserem Fernseher sind noch zwei kleine Regale. Und darüber hängt das. Und wenn ich das so angucke, vom Tisch aus zum Beispiel, oder wenn ich mich auch hin, das sieht man nicht, dass das wirklich nur runde Steine sind. Nur in Anführungsstrichen. Weil ja die Hintergründe, wo die Steine gelegt sind, ja dieselbe Farbe haben. Und da sieht das dann gar nicht so aus, so schlimm. Ne? Das finde ich halt so toll, weil ich immer wieder lese, dass ja die eckigen Steine besser sind, weil das ja alles ausfüllt und man die Ritzen nicht hat, so ne? Diese Kreise da rundherum, die leeren sozusagen, weil es nicht ausgefüllt ist, das Feld. Aber ich muss euch sagen, das fällt überhaupt nicht auf. Och, die Bilder von Diamond Art Club. Ich habe ja da nur. Hab ich überhaupt schon mal. Doch, ich habe den Regenbogendrachen eckig gepaintet. Und ansonsten ja runde Steine und das sieht man auch von Weitem nicht. Also von daher, ich bin da echt begeistert. Mich stört es nicht. Das ist ja jeder anders, ne? Aber ich painte nur mal lieber rund. Weil ich da schneller vorankomme, obwohl es ja nicht auf die Schnelligkeit ankommt, aber irgendwie bin ich da noch entspannter, weil ich da einfach liegen kann. Vielleicht deswegen, könnte ich mir jetzt vorstellen. Dass ich das deswegen lieber mache. Ich musste jetzt gerade mal gähnen. Die Nacht war irgendwie, habe ich, ohne Mist jetzt, ja. Mein Wecker klingelt, sagen wir mal 5:45 rum. Das ist unterschiedlich. Gerade wie ich lustig bin. Und kurz vor 5. Also erstmal war ich in der Nacht auf Toilette. Ist hier ein Stein unter mein Lineal gerutscht? Oh nee. Da war ich schon mal wach und dann kurz vor 5 heute Morgen habe ich gedacht, mich ruft eins meiner Kinder. Bin dann auch in beide Zimmer gucken gegangen. Aber mein Sohn schlief, den sehe ich ja, weil der das Bett ja normal hat.
Und meine jüngere Tochter hat ein Hochbett. Und da habe ich nur gesagt, habe ich sie gerufen, mehrmals, und so nicht reagiert. Da dachte ich mir, jetzt habe ich eine Halluzination, ich fasse es nicht. Hab ich die echt, weil ich habe was ganz anderes geträumt, was ich jetzt nicht mehr weiß, aber in dem Moment wusste ich es noch. Und dachte mir, das passte auch überhaupt nicht in den Traum rein, dass ich das jetzt hätte träumen können, dass mich jemand gerufen hat. Ich war völlig baff. So, also ich bin jetzt einfach mal der Meinung, dass wir das jetzt geschafft haben. Mit den Farben. Auf jeden Fall sehe ich keine Note mehr. Bei den anderen beiden Farben bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich dann vielleicht doch noch irgendwo was vergessen habe, was ja typisch wäre für mich. Ja. Aber das ist nicht so schlimm, dann wird sie wieder rausgeholt. Die Farbe. Dann mache ich das jetzt. Ah, da, haha, ich habe noch ein J. Ich habe noch ein J. Schaut da. Rechtzeitig erkannt. Dann fülle ich jetzt erstmal die Farben wieder rein ins Döschen. Ich habe meinen 30er-Koffer. Schön voll. Und wenn ihr das Kitting abgesehen habt, habt ihr ja gesehen, dass die 819, dass ich da zwei große Tüten hatte. Und hatte da drei Flaschen voll gemacht und habe dann nochmal die drei Flaschen voll gemacht. Und jetzt sind die Tüten alle. Das hatte ich auch noch nie. Die Tüten von der 810, 819 und von der 210, die sind echt sogar größer gewesen als alle anderen Tüten. Das hatte ich auch noch nicht, dass ich verschiedene Tüten, eher, dass man halt viel mehrere Tüten, also mehrere Tüten hat von einer Farbe. Viele mehrere Tüten. Aber dass die Tüten an sich sogar größer waren als alle anderen, das hatte ich auch noch nicht. Das war das erste Mal. Das ist mir, glaube ich, beim Kitting Up noch nicht mal aufgefallen. So, jetzt machen wir hier das nächste. Wisst ihr eigentlich, die Schnabelschiffchen groß, ne? Das ist das Kleine. Ich habe die noch nie benutzt. Nehmen das ist das allererste Mal heute. Nicht heute, bei dem Bild meine ich. Heute. So, jetzt müssen wir uns mal gucken, was ich mir jetzt noch für eine Farbe dazu nehme. Weil ich kann ja alle drei Schiffchen jetzt ausfüllen. Auf jeden Fall das Y. Da ist auch schon eins leer. Weil ich ja die grünen Flächen schon von den Blättern unten gemacht habe. Dann nehmen wir das hier rein, das Y. Und hier nehmen wir das A. Da ist auch schon eins leer. Da hatte ich auch zwei. So, dann starten wir. Ich hole euch mal ein Stück höher, bis wir das hier oben sehen. Genau. So, und dann fülle ich das erstmal auf mit dem Prozentzeichen oder geteilt durch. Hier ist ein bisschen ein Schmutzfink. Ja. Ja, deswegen war meine Nacht ein bisschen durcheinander und manchmal schlafe ich auch ein bisschen schlecht, aber das ging eigentlich. Und ist immer so, wenn man gerade gut schläft, dann ist irgendwas anderes. Kennt ihr das? Oh, nee. Ich meine, klar beim Schlafen sind. Meine Kinder waren alles keine richtigen Schlafkinder, wo die Babys waren. Was ich wach war nachts. Und dann sind ja unsere zwei Kleineren. Ja, auch so schnell hintereinander, da musste mein Mann dann immer mit herhalten. Das tat mir auch immer total leid. Naja. Aber auch die Zeit haben wir gut gewippt. Zusammen. Allein zusammen. Mein Mann sagt immer, da können wir eigentlich stolz sein. Nur weil viele immer sagen, na, dann gibst du doch zu Oma und Opa. Nee, nee. Der war gut. Weil viele sich echt auch auf die Großeltern verlassen, immer wieder. Das finde ich toll, wenn das geht. Aber ich finde, manche übertreiben so. Und manchmal bin ich da auch ein bisschen neidisch. Aber wir haben einen ganz lieben Nachbarn, der zur Not auch mal einen Sprung ist und einspringt. Da bin ich immer sehr, 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 sehr dankbar.
So, jetzt kann ich eigentlich hier bleiben. Jetzt muss ich noch mal schnell gucken. Dann nehme ich hier jetzt das A. Ohne unseren Nachbarn hätten wir schon manchmal, und uns auch seine Frau, hätten wir schon manchmal alt ausgesehen. Oh. Aber Gott sei Dank haben wir die. Und da finde ich, da nutzt man das nicht sinnlos aus, sondern nimmt das wirklich nur in Anspruch, wenn es gar nicht mehr geht. Also wir sind da schon echte Organisationstalente geworden, muss man jetzt einfach mal so sagen. Ne? Manchmal da schlage ich die Hände über den Kopf zusammen und denke, oh mein Gott, wie soll das werden? Das funktioniert ja hinten und vorne nicht. Und dann hat man irgendwann eine Blitzidee. Oder wie jetzt manchmal, wo ich mir denke, die Große ist ja im Krankenhaus, wie kriegen wir das jetzt hin mit den Terminen? Eigentlich bin ich so dankbar. So blöd, wie das jetzt klingt, aber bin ich dankbar, dass ich selber zurzeit noch nicht so gesund bin, dass ich wieder auf Arbeit gehen kann. Bin aber sehr glücklich, dass sich das jetzt langsam bessert. Aber ich wüsste überhaupt nicht, wie ich das, das schaffen sollte. Die Termine im Krankenhaus und alles so, es ist enorm. Und ich meine, wenn ich jetzt nur meine Große hätte, wäre das alles kein Thema. Aber wir müssen ja auch mit den anderen hantieren. Und jetzt hilft das echt viel manchmal, wenn mein Kleiner sagt, ach Mama, ich bleibe heute alleine zu Hause. Das kriege ich hin, das ist nicht so schlimm. Dann, ja. Und da bin ich so froh drüber, das ist manchmal echt entspannend. Na klar, wenn die Große zu Hause war und sie selber nicht weggegangen ist, und ich mal noch irgendwo schnell was einkaufen musste oder einen Termin hatte, wo die Kleinen noch kleiner waren, dann wussten die Kleinen, oh, große Schwester ist noch da, dann ging das. Aber als die dann ins Krankenhaus kam letztes Jahr, ja, da war sie ja dann nicht mehr da und dann ging das los. Nee, ich bleibe nicht alleine. Nee, ich will nicht alleine bleiben. Das ist so lange. Naja, und dann wurde man noch mehr zum Organisationstalent und kann man dann manchmal denken, ja, das haben wir super hingekriegt. Da muss man sich auch mal selber loben. Irgendwie. Und wenn ich keinen Rat wusste, dann wusste mein Mann ihn. Oder andersrum. Irgendwie haben wir immer irgendwas gefunden. Oder naja, ich bin eh so der Typ, der eher so ein bisschen immer negativ denkt. Mein Mann, der sieht immer erstmal alles positiv, ich immer klein negativ. Mit was das zusammenhängt, könnte ich wahrscheinlich langsam wissen, aber so richtig noch nicht. Und das andere ist auch einfach, dass ich ja, immer denke, wenn ich denke, nee, das funktioniert nicht und nee, das ist doof und das geht nicht und keine Ahnung, dann bin ich umso erfreuter, wenn es doch klappt, aber nicht so niedergeschlagen, wenn es nicht klappt. Doofes Denken, oder? Mein Mann sagt dann immer, nee, ja, aber du gehst ja dann traurig ran und bist schon traurig und müsstest das gar nicht, weil du ja zuversichtlich rangehen könntest. So, ne? Aber so bin ich nun mal und bin da bisher gut durchs Leben gekommen. Wenn auch manchmal nicht einfach, aber ja. So sieht's aus. Und dadurch, dass die immer selbstständiger werden, müssen wir nicht mehr so sehr manchmal organisieren, aber was halt schwierig ist, am Nachmittag dann, ne, wenn die Kinder aus der Schule, aus dem Hort wieder da sind und du hast dann noch Termine und müsstest aber eigentlich noch was anderes reinschieben, ach, das finde ich immer so schwierig und so anstrengend und
Aber das geht uns ja allen so. Aber da ist dann immer so, oh nee, wie jetzt das auch noch? Oh, wie soll man das jetzt noch hinkriegen? Oder wenn man schon geplant hat auf Arbeit, ne? Und dann werden die Kinder krank und dann denkst du dir, oh nein, Mist, wie denn jetzt? Aber die Kindkranktage stehen uns ja zu. Ne, das ist halt auch, und bei meinem Mann, der Innenmitarbeiter halt, der hat noch ein kleineres Kind und das krank ist, ja, dann ist er kindkrank, ne? Nicht die Frau. Und dann ist das so, ja, da kann man nichts dran ändern und da muss mein Mann ja auch einen Plan umstellen. Also ich weiß ja dann, wie es ist. Von der Seite und von der Seite her. Aber ja, so ist das. Ach ja. So, jetzt hat gerade meine Waschmaschine gepiept. Sie ist fertig. Juhu. Aber ich bin jetzt trotzdem noch ein bisschen. Mit euch zusammen. Seht ihr das noch hier? Ja, das seht ihr noch. Und dann fülle ich das erstmal hier auf. So. Oder wir gehen noch hier. Hier drüben kann ich diesmal noch dran machen. So, jetzt gucken wir mal hier, was wir hier so Schönes auffüllen können. Das ist schon eine putzige Herangehensweise, oder? Wie ich das mache? Manche werden bestimmt die Hände über den Kopf, das war verkehrt, die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wie ich das so machen kann. Vielleicht auch ein bisschen zeitraubend, ich weiß es nicht. Aber wenn man dann so Felder für Felder paintet, dann paintet ihr doch auch eine Farbe fertig, oder? Also so würde ich das jetzt machen bei Felder painten. Und ich mache das halt. Jetzt gerade im Video Stück für Stück, weil ich ja nicht alles einblenden kann hier oder nicht will, weil ich euch dann so hochziehen muss. Aber ich würde jetzt für den Abschnitt oder wenn ich jetzt eine Blüte mache, dann mache ich auch Farbe für Farbe erstmal. Oder halt drei Farben. Oder wenn ich sechs Schiffchen habe, sechs Farben. Dann im Schachbrettmuster, weil ich gerne im Schachbrettmuster painte. Weil ich dann mit einem Stift auffüllen kann. Das finde ich toll. Deswegen so. Übrigens habe ich auch hier wieder ein Heidi-Wachs drin. Ich wollte mal bestellen. Ich vergesse das immer. Ich habe das schon offen und es ärgert mich immer. Mich verleitet dann immer das Painten. Aber ich will ja auch noch ein paar Düfte haben. Außerdem will ich es euch ja vorstellen. Jetzt bin ich am Überlegen. Stelle ich es euch erst vor, wenn ich die neuen Düfte habe, die ich euch auf jeden Fall in dem Haul zeigen werde, oder stelle ich euch meine Wachsdöschen alle vor, bevor ich die neuen habe. Das könnt ihr mir gerne mal in die Video, ach, immer sage ich in die Videobeschreibung, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie rum die nun. Ich habe ja nur viele tolle Nachrichten gehabt, dass ihr das gerne sehen wollt, also meine Wachssammlung sehen wollt, also das wachsen wird. Und jetzt dann noch die Frage, mit neuen oder nicht mit den neuen? Sondern lieber bald. Und nicht erst, wenn der neue Wachs da ist, den ihr dann eben eh Haul seht. Aber ich kann das auch zusammen. Also, den Haul mache ich auf jeden Fall. Aber ich kann auch das Video mit den dann das dazufügen. Alles kein Thema. Kriege ich mal hin. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Das ist auch immer wieder. So ein Paket auszupacken von der lieben Heidi. Oh, ist das immer schön. Wenn das so schön duftet. Das finde ich immer toll. Und dann hat man die Qual der Wahl. Und weiß nicht, welchen Duft man nehmen sollte. Ich ja immer passend dazu aussuchen will. Oder was mir gerade so in die Nase fährt. Ja, da. Ist das nicht immer so einfach? Aber was ich schon sagen kann, ist, dass die Steine nicht ploppen. Das ist echt toll. Ich bin zufrieden. So.
erstmal nichts mehr. Ich rutsche euch jetzt ein Stück runter. Genau. Und dann können wir hier weitermachen. Oh, wie das so klackt, das finde ich toll. Was ich auch immer total toll finde, ist, wenn man die Steine setzt, und das fällt mir aber meistens nur bei den, also eigentlich fällt es mir nur bei den runden Steinen auf. Wenn das dann das Geräusch macht, wenn das festklebt, oh, ich finde das so herrlich. Und hier, wenn das so reindrückt, oh. Wunderschöne Geräusche. Ganz, ganz toll. Mein Hase hat sich jetzt auf die Seite gedreht. Das ist so süß. Der fällt dann um. Und dann liegt er richtig auf der Seite und man sieht seinen weißen Bauch. Der ist ja, der ist total bunt geschickt. Braun, schwarz, hellbraun, grau. Und der Bauch ist weiß. Und das Schwänzchen hinten ist auch weiß. Und wenn er dann so auf der Seite liegt, das macht er aber nicht lange, der dreht sich dann immer wieder zurück. Hat er schon wieder sich zurückgedreht. Aber wenn er dann so auf der Seite liegt, das ist so niedlich, weil man dann den wuschlichen, weichen Bauch sieht. Den weichen, weißen, wuschlichen Bauch. So, so süß. Aber, ja, ist er wieder zurückgedreht. Das ist ein Mini-Loop. Die haben nicht so ein, wie sagt man, Schafskopf. Die Hasen hier haben ja so ein Schafskopf, sagt mein Mann immer. So ein spitzes, das Mini-Loop hat so einen platt gedrückten, hat nicht so eine spitze Nase. Total süß. Der ist so richtig kuschelig süß und das Fell ist nicht lang, aber total wuschelig. Und dann hat er diese Schlappohren, die bis zum Boden reichen. Manchmal, wenn der so liegt, das ist so süß. Und unser anderer Hase, der ist weiß und hat ein schwarzes Auge, also die Umrandung von einem Auge ist schwarz und hat einen schwarzen Fleck an der Seite. Ansonsten ist der ganz weiß. Und das ist so ein Löwenkopf-Mähne. Total wuscheliges Fell. Zwischen den, der hat Stehohren, nee, das ist ein Mädchen, die hat Stehohren. Und zwischen den Stehohren sind das Fell total wuschelig und steht nach oben, weil das so lang ist. Und unterm Kinn, sage ich jetzt mal, also der Hals ist auch sowas von wuschelig. Die rupft sich dann manchmal das Fell raus. Zurzeit war das jetzt mal eine Weile. Ich denke, weil das Winterfell. Und so hinten, da ist das Fell auch so schön lang. Oh, das ist herrlich. Und was ich total toll finde, ist ja immer, wenn die sich gegenseitig putzen. So, so niedlich. Da werden die Ohren abgeschleckert, da werden die Augen abgeschleckert. Das ist so süß. Ja, unser Männchen ist kastriert. Da kann nichts mehr passieren. Das haben wir ziemlich am Anfang schon gemacht, als wir den gekriegt haben. Also da, wo man es machen konnte. Und ja, deswegen war das zweite dann ein Weibchen. Und die, das ist auch total ulkig, also der ist ja nur kastriert, da kann ja eh nichts mehr kommen, aber die hat tatsächlich im Käfig ein Nest gebaut, ja. Ich dachte, das ist aber schon eine Weile her. Also wir haben einen Käfig, der ist zweistöckig. Das sind praktisch unten drei Felder und dann obendrauf nochmal drei Felder, die mit einer Treppe in einem Feld verbunden sind. Und oben sind zwei Boxen, ja, wie kann man so sagen, ne? Und in der einen Box, also die sind alle durchgängig, ne? Man kann da überall hinlaufen. Und oben in der Box, oh, entschuldigt, da hat die das Nest gebaut in der einen Box. Da hat die, ich lege immer Küchenrolle unter das Streu und Stroh, hat die sich die ganze Küchenrolle geschnappt und hat die da hochgeschafft. Dann hat die das Stroh genommen und da hochgeschafft. Was macht denn die? Und auf einmal sehe ich, dass die sich das Fell rupft. Es war noch im Winter, im tiefsten Winter. Das ist schon lange her.
Und ich, hä? Ich kann ja jetzt noch keinen Sommer, also das Winterfell ausrufen, das ist ja noch Winter da. Ne? Da hat die da tatsächlich ein Nest gebaut. Und das war so interessant, wie die das alles da hochgeschleppt hat. Es war echt faszinierend. Hätte man einen Film draus, echt einen Film drehen können, ey. Dass ich nicht vorher auf die Idee gekommen bin. Das hätte ich schon mal ein bisschen filmen können. Hätte ich euch das gezeigt. Naja, falls das nochmal ist, kann ich das einfach machen. Das wäre doch nochmal eine coole Idee und eine Abwechslung, oder? Mache ich euch mal ein Hasenvideo. Cool. Und da hat die das da alles hochgeschafft. Und am Anfang hat die da auch noch reingepieselt und reingekackert. Das habe ich dann weggemacht. Und dann hat die sich das immer wieder neu aufgebaut. Und irgendwann hat die das aber nicht mehr gemacht. Also hier reingekackert und reingepieselt. Da, und seitdem habe ich das so gelassen. Und jetzt ist halt dieser Nestbau noch da. Und die schafft immer mal selten was hoch. Wo die sich jetzt das Fell gerupft hat, hat sie wieder was hochgeschafft. Habe ich gesehen. Von dem Fell. Und sonst nicht. Das war echt total spannend. Dachte, was macht denn die? Baut die hier Nests? Kann das nicht sein? Die kann doch auch nicht schwanger sein. Nee, das war erstmal ein Schock. Ja, und Cookie, unser Männchen, hat sich da überhaupt nicht beeinflussen lassen. Das hat ihn überhaupt nicht gestört. Der ist dann immer mal hoch. Dann hat die den aber verscheucht. Und der ist aber so, der lässt sich ja die Butter nicht vom Brot nehmen. Mittlerweile, am Anfang war das echt anstrengend. Da habe ich gedacht, oh Gott, hoffentlich vertragen die sich. Aber da habe ich, glaube ich, auch ein Paint with Me oder irgendwas drüber gemacht. Da habe ich gedacht, ach du Schande, hoffentlich wird das mal irgendwann besser. Und habe aber ganz liebe Zusprüche von euch gekriegt, dass das schon wird und so, ne? Und es ist geworden und ich bin so glücklich drüber. Aber wo die eben das Nest dann gebaut hat, fing die wieder an, so mit dem zu blöd zu tun und böse zu tun. Verständlicherweise, ja, sie baut ihr Nest für die Babys, die sie ja nur nicht kriegt. Aber da sieht man mal wieder, wie das so funktioniert, ne? Da will die Mama ihre Ruhe haben, wenn die das Nest baut. Ich habe letztens auf YouTube, das kam zufällig, ein Video gesehen, wie die Hasen geboren werden. Das ist ja auch echt putzig. Ich finde das so niedlich, wenn man sowas sieht. Kleinen Hasen, die nackig. So niedlich. Finde ich so süß. Und unsere Hasen, das habe ich euch bestimmt schon ein paar Mal erzählt, die hoppeln durch die ganze Wohnung. Und das ist echt toll. Die haben ihren Käfig, der ist immer offen. Immer. Ich mache den nie zu. Kann immer rein und raus. Dann hoppeln die halt hier rum. Für gewöhnlich wissen sie, wo das Klo ist im Käfig. Unser Kugi, der wusste genau, wo das Klo ist. Der, also jene Box da halt, ne? Der hat nicht woanders hingemacht, seit Madame da ist. Das ist August letztes Jahr, würde ich sagen. Ja, August. Oh, ich finde, der abgebrochene Chor kam, dann muss es gleich danach gewesen sein. Und ja, die macht natürlich überall hin und nirgends im Käfig. Oh. Naja, da muss ich dann immer fast den ganzen Käfig, also unten, oben nicht. Unten dann die drei Felder machen, aber dann ist das so. Das nehme ich in Kauf, damit komme ich klar. Ich wollte die ja haben, die Hasis. Und wenn die nun mal nicht dahin macht, wo ich das machen will, wo ich das hinhaben will oder wo Cookie das hinhaben will, weil er macht es ja immer noch dorthin. Naja, dann ist das halt so, ne? Ist aber gut, dass er sich nicht hat ablenken lassen und dann auch noch da sonst was macht. Ja, und jetzt liegt er hier wieder neben mir auf dem Teppich. Ist total süß. Und die frisst. Die frisst und frisst und frisst. Und ist im Käfig. Aber die kommt dann auch rausgekoppelt. Und in der letzten Zeit, das geht vielleicht ungefähr 2 Wochen, da kuschelt die sich regelmäßig an den dran. Ich meine, die haben immer mal miteinander gekuschelt und die lagen immer mal nebeneinander.
Aber jetzt ist das auffällig viel geworden. Also die geht immer wieder hin und kuschelt sich ran. Und er lässt das zu. Aber ich habe noch nicht gesehen, dass er hingeht und sich rankuschelt. Das macht immer sie. Das ist auch sehr äugig. Oder vielleicht ist das so, ich weiß es nicht. Weil er das Männchen ist, oh, keine Ahnung. Jedenfalls ist es niedlich, wenn die so nebeneinander liegen. Vor allen Dingen, weil er ja nun Mini-Loop ist, also Mini, ne? Der ist ja wirklich kleiner. Jetzt habe ich ja Steine verschüttet. Oh. Und sie ist ja nur normales Zwergkaninchen, die sind ja größer. Wenn die sich schlank macht, die ist so viel länger als unser Cookie. Das ist krass. Wo war ich denn jetzt? Das ist egal. Machen wir jetzt hier weiter. Ich glaube, ich war woanders, ne? Ja, ich war da oben. Eieiei. Ja, was soll man noch erzählen? Ich weiß nichts mehr. Schreibt mir mal was in die Kommentare, wenn ihr was wissen wollt. Oder wenn ich mal über irgendein Thema reden soll. Oder keine Ahnung. Würde mich freuen. Denn ansonsten habe ich eigentlich von der Woche jetzt hier gar nicht weiter was zu erzählen. Mir fällt nichts ein. Ich war beim Arzt. Das ist, was ich regelmäßig muss. Und da war soweit alles okay. Also soweit, wie es okay sein kann. Ja. War regelmäßig in der Klinik. Zu den Terminen gehe ich auch jede Woche. Meiner Tochter. Und ja, bin auch da ziemlich zuversichtlich. Aber mal schauen, wie das wird, wie es weitergeht. Und ja, da habe ich halt noch so ein bisschen meine Sorgen, logischerweise. Aber auch das werden wir schaffen. Und vor allen Dingen sie. Das müssen wir einfach jetzt durch. Mein Kleiner nimmt das ganz schön mit, aber die Große nicht da ist, aber da müssen wir jetzt alle durch. Und wir haben ja eigentlich noch den Vorteil, und nicht eigentlich, wir haben den Vorteil, wir sind ja zu Hause in unseren vier Wänden und nicht woanders und müssen Krankenhausessen essen, was nicht schmeckt. Das ist halt auch noch das. Naja, da wird halt zwischendurch immer mal noch schnell was heimlich gekauft und eingeschleust. Oder dann draußen gegessen, wenn die unterwegs sind. Genau. So, ich würde jetzt mit euch tatsächlich gerne noch die Farben zu Ende machen. Aber irgendwie, oh je, seid ihr schon die ganze Zeit so matt? Das tut mir jetzt aber total leid. Scheibenkleister, das habe ich überhaupt nicht geguckt. Als ich das letzte Mal, oh wow, das ist schon eine Stunde. Ich labere schon eine Stunde. Egal. Ich mache jetzt mit euch die drei Farben noch fertig. Ich muss das mal gucken hier. Das ist das A. Und dann hören wir aber auf. Oh, ich hoffe nicht, dass das jetzt die ganze Zeit schon so ist. Naja, ihr hört mir ja mehr zu. Wenn ich Paint With Me gucke. Nee, anders. Wenn ich Paint With Me anhabe, dann gucke ich eigentlich gar nicht. Nur wenn es heißt, also manche sagen dann, und guckt mal da und guckt mal hier und schaut mal da, dann schaue ich. Aber wenn ich jetzt das einfach so anhab und die painten und die YouTuberinnen und YouTuber painten und dann und erzählen was, dann paint ich auch. Weil ich da gerne zuhöre. Wenn es natürlich Unboxings sind, da gucke ich dann auch. Also ich painte zwar meistens nebenbei, aber ich gucke dann immer hin, weil ich ja neugierig bin. Muss mir ja auch neue Anreize holen vielleicht oder so. Das brauche ich einen Stift. Manchmal, da denke ich, oh, das ist ein tolles Bild. Das will ich auch. Oder so, ne? Dann, ja. Was ich tun nichts vermeide, ist mir Videos anzugucken von Diamond Art Club.
weil ich Angst habe, dass ich dann wieder zum Kauf verleitet werde. Es sei denn, ich sehe schon, was es für ein Bild ist, wo ich dann denke, oh ja, das würde ich mir eh nicht kaufen, weil das viereckige Steine sind und groß ist und so war. Dann guck mal hier, da ist das Zeichen. Da, vergessen von vorhin. Und dann gucke ich halt die Videos doch. Aber wenn ich weiß, da werden Bilder ausgepackt, die ich schon gern hätte, aber mich zusammenreißen muss, einfach mal, damit ich nicht noch mehr kaufe, dann gucke ich die nicht. Das ist gemein war, den YouTuberinnen gegenüber. Aber ich bin ganz ehrlich, das muss ich euch jetzt auch gestehen. Ich mache das Video an und gebe den Daumen nach oben trotzdem. Weil ich die YouTuberinnen ja kenne und YouTuber und weiß, dass die tolle Videos machen. Das mache ich. Aber ich gucke nicht, weil ich dann verleitet werde. Wenn ich dann hinüber weg bin und denke, ach nee, das Bild will ich doch nicht mehr. Es gibt ja jetzt neue, die mir besser gefallen, oder? Dann gucke ich das Video noch. Ja, das ist ein blöder Gedankengang, war ich weiß, aber. Ja. Aber ich drehe ja das Video. Heute ist Freitag. Und nein, anders. Das Video habe ich heute den Freitag gedreht und ihr schaut heute den Sonntag das Video. Und gestern, beziehungsweise morgen, gibt es bei Diamond Art Lab ein neues Knobenbild. Das will ich haben. Ich bin gespannt, ob ich es erwische. Entweder habe ich es euch in die Kommentare geschrieben, weil ich noch dran gedacht habe, euch das hinzuzufügen in die Kommentare. Oder ich habe es vergessen und ihr seid neugierig, ob ich es habe oder nicht. Dann könnt ihr mir gerne das in die Kommentare schreiben und nachfragen. Genau. Und dann beantworte ich euch das natürlich. Und das ist so niedlich, weil das ist ein Gnom und ein brauner Hase mit Schlappohren. So wie mein Cookie. Mein Cookie hat zwar noch anderen braunen Ton, also der ist ein bisschen andersfarbig, aber die Schlappohren, das ist so süß. Das will ich haben. Und das werde ich morgen, für euch gestern, auf jeden Fall versucht haben. Und versuchen? Das ist Deutsch, ey. Also wenn man in zwei Zeitformen reden muss, das geht ja mal gar nicht. Das geht ja mal gar nicht. Was mich immer erschreckt, ist, wenn ich jetzt schon über eine Stunde laber, ja. Oh je, hoffentlich gehe ich euch nicht so vom Geist. Aber dann habt ihr eh abgeschalten. Dann pente ich ja auch so lange schon, ne? Und wenn man dann überlegt, was man dann in der Zeit nur geschafft hat, ist erschreckend, oder? Und trotzdem hat man durchweg gepaintet. Ich habe keinen Stift aufgefüllt, also keinen neuen Wachs reingemacht. Ich habe wirklich durchweg gepaintet, außer ich habe einmal Farben getauscht. Und trotzdem, ja, haben wir da gar nicht so viel geschafft. Wobei, es geht. Ich will ja nicht schon wieder alles so schlecht reden. Ich habe schon was geschafft. Immerhin sind 6 Farben, die ich dann geschafft habe, wenn ich die Farben jetzt fertig habe. Und da kann ich doch froh sein. Nee, bin ich immer. Ich freue mich immer, wenn ich was erschaffe. Ne? Vor allen Dingen erschaffe, ne? Baue ja gar nichts. Pinte ja. Am Anfang, das habe ich euch bestimmt auch schon mal erzählt. Eigentlich hat, das habe ich auf jeden Fall schon erzählt, dass meine Friseuse mich ja zum Painten gebracht hat. Und als die, die hatte das im Status bei WhatsApp. Bilder. Sag ich, oh, das sieht aber toll aus. Was ist denn das? Na, das ist Diamond Painting. Und ich habe nur Painting gelesen. Sag, du kannst aber schön malen. Nee, das sind Steine. Die kleine Diamantsteine. Ich war sofort sowas von begeistert, dass ich mir erstmal gleich bei Amazon bestellt habe. Die hatte ich dann gefragt, was sie dazu brauchen und mir die Boxen. Also habe ich Tic-Tac-Box dazu bestellt. Und genau. Dann habe ich Videos geschaut. Ganz viele Videos habe ich geschaut. Tons Fühle. Und das muss ich überlegen. Das muss ja dann im Sommerurlaub gewesen sein. Ich muss jetzt mal kurz überlegen.
Jetzt haben wir 23, also 21. Ja. Genau. Da habe ich dann auch immer viele YouTube-Videos geguckt, wenn die Kinder baden waren oder so. Genau. So war das. Wahnsinn, oder? Zeit rennt. 2 Jahre. Wahnsinn. So, jetzt haben wir das hier alles. Schieben wir das noch ein bisschen zurecht. Da haben wir noch so ein Prozentzeichen. Sieht gut aus, oder? Hier haben wir noch ein A. Was ist hier? Ich schiebe mir dann die Steine, weil hier seht ihr ja, die sind noch schief. Dann auch noch mal zurecht, wenn der Rest gepaintet ist. Weil da sehe ich dann eher, wo es hingeschoben werden muss. So, aber ansonsten hier ist alles liegen. Hier ist noch ein A. Da ins Eck. Sieht's doch. Hier ist auch noch ein A. Also nein. So viel A's. So, hier haben wir das. Sieht gut aus. Doch, so lasse ich das. Hole mir mal noch mal fix das hier. Und setze das eine da rein. Zack. Da ist er. Hehe. So, ihr Lieben. Jetzt habe ich ganz schön lang gelabert. Und ich hoffe, dass das nicht ganz so lange war, was diesen Fokus, das verschwommene Bild angeht. Es tut mir leid, ich habe da echt nicht geguckt. Ich war volle Painten und Labern irgendwelchen Kram, dass ich das völlig vergessen habe. Ah! Dass ich das echt total völlig vergessen habe. Immer mal zu gucken auf die Kamera. Aber da seht ihr, ich war voll im Quatschmodus und Paint-Modus. Völlig in der Welt des Paint-With-Me's. Und nicht in der Kamera. Aber ich habe sie dann mitgekriegt. Ich bitte um euch Verzeihung. So, ihr Lieben, jetzt höre ich aber auf. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen gerade gemacht. Ich mache das Stückchen jetzt noch weiter. Ich fülle mir jetzt die 8 ein und guck erst mal. Ich glaube, jetzt mache ich auch Farbe für Farbe. Jetzt ist ja nicht mehr so viel. Bei den Lilatönen nehme ich wieder 3 oder so. Mal gucken. Aber jetzt bei dem Grün hier, da gucke ich, das mache ich jetzt wirklich Farbe für Farbe. Und dann ist jetzt oben der Teil dann schon fertig. Oder ich zeige es euch nochmal. Ich kann euch ja auch mal zeigen, auf dem Bild, was ich schon geschafft habe. Ich lege euch das mal so hin. Wir haben jetzt hier oben diese Blüten gemacht. Und ich habe hier unten das Grün schon fertig. Ich habe diese wunderschöne Blume fertig. Und das Ganze rundherum ist auch fertig. Alles so, ne? Wir sind jetzt hier oben. Das mache ich jetzt fertig. Dann habe ich diese Blüte noch und den tollen Kolibri. Vielleicht lasse ich mir beim Kolibri noch was einfallen. Vielleicht nehme ich euch da noch mal mit. Aber wahrscheinlich eher am Speed. Aber das weiß ich noch nicht. Ich will euch nicht so viel verraten. Denn ich. Es ist bestimmt schön, wenn ihr seht, wie der Kolibri entsteht. Weil ich finde ihn süß. Ja. Hat fast mein Papier hier geklebt. Frechheit. Aber das geht ja mit Feuchttüchern wieder ab. Deswegen habe ich da jetzt gar nicht solche Bedenken. So, ihr Lieben, ich wünsche euch alles Gute. Ich wünsche euch einen schönen Sonntagabend. Und vor allen Dingen wünsche ich euch, dass ihr gesund bleibt. Passt auf euch auf. Ich freue mich über jeden Daumen und natürlich über jedes Abo. Und ich freue mich aufs nächste Paint with Me, aufs nächste Kitting Up, aufs nächste Unboxing, auf alle Videos, die ich euch vorstellen darf, weil es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und deswegen wünsche ich euch alles Gute und bis bald. Tschüss.